Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Wir sind in Monaco Fünfter geworden, glaube ich, ne? Auf jeden Fall war es nicht zu schlecht, sage ich mal. Haben wir das hier? Ich habe doch beim letzten Mal rausgefunden, wo man sich das angucken konnte. Ah, hier bei den Strecken, ne? Monaco, wo haben wir es hier? Letzte Rennergebnisse. Genau. Bottas ist Fünfter geworden. Joe ist Zehnter geworden, nachdem er auf dem 18. Rang gestartet ist. Das war ganz in Ordnung. Alle hinter Bottas waren schon überrundet tatsächlich. Hamilton hatte auch wirklich krassen Abstand auf uns. Also auf Bottas. Von daher, wie? Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ungefähr 2 Wochen Zeit, bis wir nach Baku fahren müssen oder dort antreten müssen zum Rennen. Bis dahin wird die Wetterstation abgegradet sein. Was haben wir noch hier? Das Scouting wird durch sein. Oh, das ist sehr gut. Um den Vorstand müssen wir uns gucken. Ne? Da müsste demnächst irgendwie auch ein Review anstehen, glaube ich. Aber gucken wir mal hier. Monaco Grand Prix Nachbesprechung. Da steht schon wieder nicht, in welchem Bereich Auto 1 Luft nach oben hat. Valtteri Bottas könnte im Bereich Abwehr noch ein bisschen besser sein. Okay. Gut zu wissen. Der Vorstand hat sich das Rennen angesehen und wollte dir dazu gratulieren, dass du unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hast. Okay, cool. Und was schreibt die Presse? Bottas liegt nur 25 Punkte hinter Sainz. Tatsächlich. Auf P3 in der Fahrerwertung. Da liegen wir auch in der Konstrukteurswertung. Allerdings sind das 34 Punkte hinter Red Bull und die liegen knappe 100 Punkte hinter Ferrari. Was haben wir hier? Die Fertigung, achso, das Chassis ist fertig geworden. Okay, alles klar. Davon haben wir jetzt wieder 4, also für jeden Wagen ein Reservechassis. Wunderbärchen. Ja, dann schauen wir mal direkt in den Kalender rein. Was hier bis zum nächsten Rennen, wir sind da unten alles fällig ist. Also hier haben wir auf jeden Fall das Upgrade vom Dings fertig. Hier ist das Scouting fertig. Wo ist denn das nächste Board Review? Ich weiß gar nicht. Hier wird unsere Forschung fertig und die neuen Heckflügel fertigen wir. Das dauert noch bis nach dem Rennen in Kanada. Ui. Okay, gut. Also es liegt erstmal nichts krass. Ein Vorstandsvertrauen ist hoch, ne? Also wir wissen nicht genau, wie das ist. Die sind jetzt jedes Mal erfreut gewesen. Weil wir eigentlich so auf den Plätzen 9 und 10 wahrscheinlich ankommen sollten. Ja, damit wir halt den 5. Platz in der Konstrukteurswertung halten können. Und da sind wir halt deutlich drüber einfach. Von daher ist da erstmal alles cool. Wir haben einen Punkt, einen Entwicklungspunkt bei Joe, den wir irgendwo einsetzen können. Anpassung ist gar nicht so wichtig. Eine Abwehr könnte vielleicht wichtig sein, aber wir nehmen hier auch mal die Kurvengeschwindigkeit. Die haben wir bei Bottas auch ein bisschen hochgekitzelt. Was denn mit Genauigkeit? Genauigkeit wäre auch eine coole Sache. Aber wir versuchen immer ein bisschen mehr Tempo zu geben, indem wir die Kurvengeschwindigkeit hochsetzen. Oh, und er ist damit auch direkt ein Punkt in der Gesamtwertung besser geworden. Wunderbar. Hohe Aggression. Wie ist denn die von Bottas? Niedrig. Okay. Ja, da müssen wir uns einen Nachwuchsfahrer ranholen. Ne? Die Entscheidung wird ja jetzt auch fallen.
Bei den Einrichtungen überlege ich, ob wir gerade mal Geld in die Hand nehmen sollten, um... Ich würde gern 10 Millionen ungefähr in Reserve halten. Ne? Brauchen wir so viel? Weiß ich nicht. Um den CFD-Simulator auch abzugraden. 48 Tage dauert das. Na, wir gucken erstmal bis zum nächsten Rennen und dann nach dem nächsten Rennen werden wir das Upgrade wahrscheinlich anstoßen. Würde ich vermuten. Oder machen wir es einfach jetzt schon? Aber wir können ja mal in den Kalender gucken. Wann ist denn der nächste Testzeitraum? Da. Der ist gerade erst gestartet. Ne? Dann haben wir hier am 26. Okay, bis dahin schaffen wir es auf keinen Fall. Hier ist nochmal eine Abstimmung. Da ist das Board Review. Ende Juli. Und dann haben wir hier Ende August erst. Juli, Juni. Ja, wisst ihr was? Wir stoßen das jetzt einfach schon mal an. Oder habe ich mich jetzt... Sind wir jetzt erst im... Ja, wir sind jetzt erst im Juni, ne? Juli, August haben wir dann noch Zeit. Ja, wir haben noch den ganzen August Zeit. Also wir haben noch Zeit damit. Wir müssen das nicht sofort machen. Und hier ist nochmal eine Abstimmung über neues Reglement. Ah, okay. Na gut, ich glaube, wir können erstmal fortfahren. So, die Wetterstation wurde upgradet. Die gucken wir uns natürlich auch gleich mal an. Oh, okay, was haben wir hier? Vorstandsvertrauen. Gut gemacht, gute Arbeit. In 2 Monaten ist die fällig. Finanzbericht. Gucken wir uns den kurz an. Monatsguthaben für den letzten Monat. Da haben wir 1,5 Millionen nur ausgegeben, obwohl wir 14 Millionen für die Einrichtung ausgegeben haben. Das ist doch ganz cool. Ja, das ist wirklich ganz gut. Upgrade-Wetterstation gucken wir uns gleich an. Der Autoentwicklungsbericht, der monatliche. Wir müssten bei den Bremsen was tun, vielleicht. Können wir mal gucken, wenn es da neue Daten gibt. Autoanalyse. Rang in der Startaufstellung. Ja, wir sind immer noch in der Beschleunigung schlecht. Und Hochgeschwindigkeitskurven. Hochgeschwindigkeitskurven, da arbeiten wir mit dem Flügel dran, ne? An der Beschleunigung auch, denke ich. Also das versuchen wir anzugehen. In der Bremsenkühlung und Motorkühlung sind wir auch ein bisschen nach hinten gefallen. Da müssen wir dann vielleicht noch mal an den Seitenkästen oder sowas was tun. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit und Ressourcen, um ein Auto noch ein bisschen zu entwickeln. So, Betriebseinrichtungen, die Wetterstation. Wie teuer ist denn das nächste Upgrade? Das wären 2 Millionen. Würde sich aber vielleicht tatsächlich lohnen, damit wir das Wetter ein bisschen besser einschätzen können, aber muss auch nicht sofort sein. So, Scouting abgeschlossen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Moral ist okay. Ach so, Wachstum sehen wir hier aber gar nicht. Dann gehen wir mal zum Profil von Vesti.
Wachstumspotenzial hoch, Aggression hoch. Wir können auch Fahrer vergleichen, zum Glück. Kann ich ihn hier irgendwie markieren? Kann ich ihn bookmarken irgendwie? Naja, scheinbar nicht. Und Dennis Hauger ist Stufe 70. Hat hier auch hoch, hoch. Okay, dann gucken wir mal rein in die Fahrer, denn ich würde gerne einen neuen Fahrer unter Vertrag nehmen, tatsächlich. So, also Dennis Hauger ist 19 Jahre alt. Ja, Oliver Bearman, der ist leider nicht alt genug. Ist gerade mal 17. Können wir rausfinden, wann der 18 wird? Wann hat denn der Geburtstag? Das wissen wir leider nicht. Cool. Also, wir können die noch mal nach Gesamtwertung sortieren, so ein bisschen. Wir lassen mal alle raus, die in der F1 schon fahren. Jack Doohan und Jihan Daruvala haben wir auf jeden Fall gescoutet. Perfekt. Jüri Fips hätten wir noch, der ist 21. Wir wollten ja so eine Altersgrenze so ein bisschen ziehen, ne, damit wir dafür sorgen können, dass die noch einigermaßen jung sind. Ja, Dennis Hauger ist halt 19, aber halt auch 2 Punkte hinter Theo Pourchaire zum Beispiel. So, wir gucken mal. Frederik Westi. Der ist 20, hat eine Stärke von 72, Wachstumspotenzial und Aggression hoch. Dann haben wir Jack Doohan. Er ist 19, 73, hat halt auch hoch, hoch. Also wahrscheinlich werden wir Jack Doohan einstellen, ne? So, Westi können wir uns auch mal angucken irgendwie. Dann haben wir 23, Jihan, hatten wir uns angeguckt. Wachstumspotenzial nur noch durchschnittlich mit 23, das ist natürlich nicht so cool. Oliver Bearman können wir leider nicht einstellen, würde ich natürlich gerne. Da haben wir noch Theo Pourchaire, der ist 18. Aggression niedrig. Wollen wir lieber einen Fahrer mit niedriger Aggression haben? Ich würde die beiden super gerne vergleichen. Das sind auch die beiden jüngsten Fahrer. Es scheint halt keine mittlere Aggression zu geben irgendwie, ne? Das ist halt. Also mit Theo Pourchaire würde ich ihn gerne vergleichen. Ich glaube, das hatten wir schon mal gemacht, ne? Theo ist natürlich noch ein Jahr jünger irgendwie. Genauigkeit fehlen aber 21 Punkte. Reaktion fehlt richtig was. Abwehr 4 Punkte besser. Da müsste ich jetzt mal zusammenrechnen, vielleicht mit dem Taschenrechner. Er ist in Reibungslosigkeit deutlich besser. Kontrolle im Bremsen, Kurvengeschwindigkeit ist er auch besser. Also ich würde denken, er ist schneller. Hat es nur nicht so mit der Genauigkeit. Die müssten wir noch ein bisschen
auf Vordermann bringen. Wachstumspotenzial ist bei beiden hoch auf jeden Fall. Aber wisst ihr was? Ich werde mal ganz schnell einen Taschenrechner rausholen und hier mal ein bisschen zusammenrechnen die Werte. So, also es stellt sich heraus, dass Theo Pocher nur 3 Punkte schlechter ist als Jack Doohan. Aber was schon mal krass ist eigentlich. Er ist noch ein Jahr jünger. Er ist wahrscheinlich der schnellere Fahrer, würde ich denken. Er ist nicht ganz so sicher unterwegs. Aber kann dafür als Testfahrer das Auto ziemlich reibungslos über die Strecke bringen. Also ich würde denken, wir geben Theo Pocher vielleicht einfach mal die Buyout-Gebühr wäre natürlich hier deutlich günstiger für Jack Doohan. Theo Pocher wird nicht so gut bezahlt. Wir gucken mal zu unseren Fahrern rein. Robert Kubica. Was sieht denn dein Vertrag vor? Dann geben wir 1 Million aus für einen neuen Fahrer, 330. Bekommt er, ich könnte seinen Vertrag jetzt erneuern, aber kann ich ihn auch rausschmeißen? Wir gucken mal, ob wir mit Theo Pocher uns auf irgendwas einigen können. Vertrag unterbreiten, wie geht das? Auto 2? Nee, in die Reserve. Da wollen wir ihn bringen. Genau. 1 Million würden wir bezahlen. Hier wird das schön zusammengerechnet. Vertragsdauer erstmal eine Saison. Stellen ihn mal ruhig für 5 Saisons ein. Er bekommt im Moment 320.000. Ja, das würden wir ihm auch bieten einfach. Sagt er uns vielleicht irgendwas dazu? Achso, wir gehen nochmal hier raus. Mir ist nämlich gerade noch was aufgefallen. Achso, Oliver Behrmann, ja. Der braucht noch mindestens ein Jahr. Und da wissen wir natürlich nicht, wie gut er ist. So. Wir sagen, wir wollen ihn für die Reserve haben. Wir sagen erstmal 3 Saisons sollte er reichen. Lohn 320. Also er bekommt bei uns dasselbe Gehalt. Er bekommt auch keine Boni auf jeden Fall. Und dann bieten wir ihm das erstmal so an. Und gucken, was er dazu zu sagen hat. Was bekommt denn Robert Kubica eigentlich bei uns an Geld gerade? Man weiß es nicht. Vertrag abgelehnt. Okay, also auf den Startbonus würde er verzichten. Er würde gerne ein bisschen mehr Geld haben, oder wie sehe ich das? Wir liegen immer 350.000. Dann schauen wir mal, was er dazu sagt.
Wir wissen halt nicht, ob ihm die Laufdauer hier zu lang ist oder nicht. Ne? Dazu kriegen wir kein Feedback. Das ist natürlich schon mal ein bisschen schlecht. Also da müssen wir jetzt raten. Vertrag angenommen. Okay, für 350.000 macht er das. Für 3 Saisons, ne? Ja. Gut. Da haben wir jetzt einen neuen Fahrer. Wir stellen ihn ein. Unterschreibe den Vertrag persönlich, um diese Einstellung abzuschließen. Diese Kosten werden bei Vertragsunterzeichnung abgezogen. Du kannst jedoch auch von diesem Vertragsangebot zurücktreten und die Geduld des Kandidaten verringern. Nö. Mach mal. Dann kann er nämlich gleich mal in Baku sich ins Auto setzen ein bisschen und es kaputt fahren. Hoffentlich nicht. Das wäre schon katastrophal. Neuer Fahrer eingestellt. Theo Pocher. Perfekt. So, der müsste jetzt hier auftauchen. Moral ist okay. Ja, ich weiß gar nicht, warum die Moral nicht so gut ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wollen wir noch mehr Fahrer scouten? Sehen wir hier irgendwas über den Vertrag? Ach so, nee, das müssten wir erst scouten. Zumindest ein bisschen oberflächlich. Wir wissen halt gar nicht, wer hier irgendwie zur Verfügung stehen würde, ne? Könnten wir zum Beispiel einen George Russell irgendwie hier an uns binden vielleicht. Wenn wir halt erfolgreicher sind, bezahlt Mercedes ihm einfach richtig viel. Ich würde gerne Lando Norris, muss ich sagen, scouten. Ja, wir werden mal George Russell und Lando Norris scouten. Vielleicht finden wir da einen adäquaten Ersatz. Was bekommen wir beim Verhandlungsverhalten nicht interessiert? Oh, vermag mein Team nicht. Na gut, dann brauchen wir das nicht. Sieht zum Lando aus, auch nicht interessiert. Ist denn hier irgendjemand interessiert? Wahrscheinlich keiner von den starken Fahrern, ne? Weil wir halt so ein Lappenteam sind. Valtteri müssen wir auch noch ein bisschen an uns binden. Dem will ich aber nicht so viele Boni bezahlen, wenn ich ehrlich bin. Alonso könnte man ja eigentlich auch einstellen. Aber ich weiß nicht, ob der nicht in Rente gehen will in Wirklichkeit. Oh, guck mal, Gasly könnten wir einstellen vielleicht. Wollen wir Pierre Gasly einfach mal scouten? Die Leistungsbewertung sowie das Wachstumspotenzial und die Aggression. Ja, das ist ja schon mal gut. Barvergütung. Ach so, hier, ja, wir brauchen aber auch die Vertragsdetails dann, ne? Die 26. Ja, komm. Wir werden mal Pierre Gasly scouten. Ricardo hat auch keinen Bock auf uns. Vettel? Nee, auch nicht. Magnussen hätte Interesse potenziell. Wo ist er denn hin? Da. Albon? Der hätte auch Interesse tatsächlich. Yuki Tsunoda könnten wir uns vielleicht schnappen oder Oscar Piastri. Ist halt auch gerade mal 21. Er hätte vielleicht auch Bock.
Wir werden mal Oscar Piastri mit scouten. So, dann sind unsere Scouts wieder ein bisschen beschäftigt auf jeden Fall. Wir haben 20 Millionen. Ach, wir haben 9 Monate angefangen, ne? Ja, perfekt. Dann lasst uns doch, nee, nicht da, nein, hier. Einrichtung Autoentwicklung. Wie lange brauchten die noch? 50 Tage? Okay, dann wird der CFD-Simulator gleichzeitig fertig. Perfekt. Ungefähr jedenfalls. So, und dann können wir nämlich da mal richtig ein bisschen entwickeln. Habe ich Bock drauf. Was müssen wir noch machen? Was sagt denn unser Kalender? Nix, ne? Scouting ist abgeschlossen. Wollten wir noch irgendwas am Auto machen? Wann wird denn unser nächstes Autoteil fertig? Ah, hier, nach Kanada erst. Da haben wir dann einen neuen Heckflügel. Und ATR-Zeitraum 3 ist beendet. Damit beschäftigen wir uns dann. Unseren Autos geht es potenziell gut. Wie hoch ist denn der Zustand von dem Motor hier? Ja, 28%. Bauen wir einfach mal ein. Fürs Qualifying. Nein, halt zurück. So, das olle ERS bauen wir hier ein. Dann haben wir das schon mal gemacht. Da haben wir noch ein olles Getriebe, das können wir nicht benutzen. Das hier können wir einbauen. So, Auto 2. Den Motor können wir noch fahren. Easy. Und ein altes Getriebe. Können wir das noch mal fahren? 26%. Na klar. Das können wir noch einmal fahren fürs Training. So, dann müssen wir mal gucken. Baku. 51 Runden, Streckenlänge 6 Kilometer, also ist schon ziemlich lang. Es gibt 2 DRS-Zonen, relativ dicht hintereinander. Eine auf der Start-Ziel und eine dann auf der Gegengeraden. Wir haben langsame Kurven und Geraden. Es sind sehr viele rechte Winkel tatsächlich drin. Autoattribute, niedrige Geschwindigkeit, die Kurven und eine gute Höchstgeschwindigkeit brauchen wir. Da sind wir, glaube ich, ganz gut. Ne? Gucken wir gleich nochmal nach. Soft und Hard könnte man vielleicht schaffen. Wird vielleicht eher Mittel und Hard. Müssen wir uns auf der Strecke wieder angucken. Wie schneiden wir denn hier so ab? 2 RS, ja gut, haben wir nicht wirklich verbraucht, aber... Drei Motoren haben manche Teams einfach schon in Benutzung. Was wollte ich mir gerade noch angucken? Achso, wie unser Auto bei Höchstgeschwindigkeit und... Da müssen wir gucken. Bei Höchstgeschwindigkeit und Niedriggeschwindigkeitskurven abschneidet. Und dann können wir nämlich gucken, was da realistisch ist. Fünfter, also hinter den Red Bulls und den Ferraris.
Ja, okay, gut, dann sollten wir ganz gut abschneiden können. So wie immer halt. So, Leistungsvorgaben. Erreiche Q2 mit zwei Fahrern, schaffen wir hoffentlich. Ja, einen Fahrer werden wir wohl ins Q3 bringen. Das ist eine lange Strecke. Ja, da traue ich mir zu, nicht wieder Unsinn beim Qualifying zu machen. Zielplatzierung. Einen in den 10. Schnellste Runde. Schwierig. Na ja gut, und das hier ist ja sowieso schon festgesetzt. Also einen Fahrer in den Top 12 im Qualifying unterbringen und einen dann im Rennen. Da bekommen wir ja schon eine Auszahlung von 300.000 beim nächsten Mal. Schön. Sehr gut. So, und dann können wir jetzt eigentlich bis zum Rennen vorspulen. Wir haben jetzt nichts mehr vor. Teile haben wir uns nicht kaputt gefahren, soweit ich weiß. Guck mal, Chassis haben wir 4, Frontflügel haben wir 4, Heckflügel haben wir 6, Seitenkästen haben wir 4, Unterböden haben wir 4, Aufhängungen haben wir auch 4. Nee, alles gut. Oh, was haben wir denn hier? Getriebe ist in schlechtem Zustand. Geringere Leistung, baldiger Austausch. Ja, Motor ist im schlechten Zustand, wissen wir. Begrüßung von Theo Pourchaire. Guten Morgen, Jin. Ich freue mich, Theo Pourchaire für diese Position Fahrer danke, vorzustellen. Ich hänge zur Vereinfachung einen Link zum Profil an. Heißen wir das neue Mitglied herzlich willkommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Maria. Ah, okay, das habe ich mich nämlich gefragt. Ne? Das ist das Jahresgehalt, das wir verhandelt haben. Wir zahlen ihm 29.000 pro Monat. Na, wunderbar. So, was haben wir denn hier? Rennvorschau. Alle gucken auf Max Verstappen. Rennvorbereitung. Streckeninfo, um die Strategie zu planen. Ja, kann ich nicht, habe ich nicht die richtigen Tools hier. Die bekomme ich erst kurz vorm Rennen zur Verfügung gestellt. Leistungsvorgaben, Autokonstruktion, die besten Teile. Ja, alles gut. Das heißt, wir können dann jetzt endlich mal einen Reservefahrer ins Auto setzen. Der kann da ein bisschen rumfahren. So ein bisschen Setup-Wissen sammelt der, ne? Also alles außer Streckeneingewöhnung sammelt der und gibt das dann an den anderen Fahrer weiter. Und da ist jetzt natürlich die Frage, für wen setzen wir ihn ein? Setzen wir ihn für Joe ein? Setzen wir ihn für Bottas ein? Wahrscheinlich eher für Joe, ne, damit Bottas schön weit vorne starten kann. Obwohl Bottas seinen Job vielleicht auch so ganz gut macht. Das weiß man nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Und da müssen wir auch mal rausfinden, wie lange muss ich den eigentlich fahren lassen, damit er da seine vollen 500 Bonuspunkte bekommt. Und können wir vielleicht noch irgendwas? Ja, wir könnten noch so einen Simulator tatsächlich. Nee, das ist gar nicht hier bei Personalhäusern. Den Simulator noch ein bisschen aufbrezeln. Kostet allerdings auch 5 Millionen, damit der Erfahrungszuwachs einfach erhöht wird. Aber das ist nur der wöchentliche Erfahrungszusatz. Ne? Es ist so ein passives Ding. Ja, da weiß ich halt nicht genau, weil es der wöchentliche Erfahrungszusatz ist. Kriegen wir den Bonus auch für die Sachen, also für die Erfahrungspunkte, die wir im Rennen und im Training sammeln oder nicht? Oder doch, keine Ahnung. Ja, die 5 Millionen müssen wir uns erstmal ansparen. Die
nehmen wir nicht sofort von der hohen Kante. Ne? Wir sind jetzt bei 10 Millionen. Das ist so die Untergrenze, wo man noch unerwartete Ausgaben ganz gut abfangen kann, denke ich, und nicht an Handlungsspielraum verliert. Ist vielleicht ein bisschen zu viel noch, aber da gehe ich auf Nummer sicher. Ja, dann war es das für heute auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Beim nächsten Mal dann also Theo Pocher. Hier im Cockpit, im Training können wir den dann mal uns anschauen, können mal gucken, wie das funktioniert mit dem, wie heißt der denn, Reservefahrer, Entwicklungsfahrer? Reservefahrer. Ah, Testfahrer. Sind speziell dafür ausgebildet, im Bedarfsfall ein Konstrukteursfahrzeug zu steuern. Sie sammeln zusätzliche Erfahrung, wenn sie in der ersten Trainingssession eines Rennwochenendes fahren. Ja. Wie lange die fahren müssen, wissen wir nicht. Finden wir raus, bestimmt. Bin ich mir ganz sicher. Heute war es das, wie gesagt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.